Hallihallo, liebe Campingfreunde. Ja, heute mal wieder ein kleiner Beitrag zum Thema Technik am Wohnwagen. Am Wochenende auf der Demo in Mainz und Wiesbaden habe ich festgestellt, dass unser Wohnwagen beim Bremsen doch stellenweise sehr hart aufläuft, was immer ein Indiz dafür ist, dass die Bremse nachgestellt werden sollte. Unser Wohnwagen ist tatsächlich schon ein bisschen älter und hat noch keine automatisch nachstellbare Bremse. Das heißt, da muss man selbst Hand anlegen und wie ich das mache, würde ich euch einfach jetzt in dem folgenden Video zeigen. Also bleibt dran. Im Grunde benötigt ihr zum Einstellen der Bremsen eigentlich nicht viel Werkzeug. Es reicht eigentlich, wenn ihr das zu Hause machen wollt, ein guter Wagenheber. Ein Schlitzschraubendreher, wofür der ist, zeige ich euch natürlich. Und eine Taschenlampe, da es ja doch unter dem Wohnwagen ein wenig dunkel ist. Und dann so, ich habe jetzt den Wohnwagen aufgebockt mit dem Wagenheber. Man sollte jetzt halt mal gucken wegen den Stützen. Auf der Seite, wo ich den jetzt aufgebockt habe, stehen natürlich die Stützen in die Luft. Auf der anderen Seite haben die Stützen mehr Druck. Da kann man jetzt hergehen und kann die Stützen noch ein bisschen hochfahren bzw. hochleiern, dass nicht zu viel Druck darauf liegt. Aber wichtig an der ganzen Geschichte ist jetzt natürlich, dass das Rad frei laufen kann. Kann es jetzt noch nicht, weil die Bremse noch fest ist. Und deswegen werden wir jetzt mal gucken, dass wir den Wohnwagen jetzt stabilisieren. Die Bremse ist gerade noch angezogen. Dass wir den Wohnwagen jetzt so weit stabilisieren, dass er nicht wegrollt, wenn ich die Bremse gleich löse. Und dass halt nichts passiert. Die Stützen sitzen jetzt nicht mit zu viel Druck auf. Das heißt, die kann ich sogar noch mal ein bisschen runterleiern. Dass die auf der Seite, die jetzt quasi noch auf dem Boden ist, richtig Halt haben, weil das ist jetzt die Seite, die wir hochgebockt haben. Da sieht man, die Stützen haben weniger Druck, die Bigfoots sind eingeklappt. Und da gebe ich jetzt auf die Seite noch mal ein bisschen Druck auf die Stütze. Wenn man natürlich gleich auf die andere Seite wechselt, ist zu beachten, dass man natürlich die Stützen vorher dann wieder runter macht, weil die sonst halt sehr wahrscheinlich zu viel Druck haben. Um natürlich den Wohnwagen jetzt noch mehr gegen Wegrollen zu sichern, wenn ich die Bremse gleich löse, habe ich jetzt hier nochmal einen Keil drunter gepackt, dass halt auch nichts passiert. Bremse ist los, der Wohnwagen steht noch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt gucke ich schon mal von außen. Der Reifen ist noch nicht freigängig. Das heißt, ich gebe dem jetzt nochmal ein paar Zentimeter mit dem Wagenheber nach oben. Immer mit Gefühl und immer alles beobachten. Und vor allen Dingen auch hören. Also wenn irgendwo was ist, dass sich was verschiebt oder wegrollt, hört man es meistens. Gut, das Rad läuft frei. Und jetzt geht es unter dem Wohnwagen weiter. Wichtig ist natürlich, bevor ihr jetzt unter den Wohnwagen klettert und euch in die Gefahrenzone begebt, weil es ist eine Gefahrenzone, es ist einfach so. Es kann natürlich immer was passieren, deswegen guckt, dass wirklich alles feststeht. Wackelt ein bisschen an dem Wohnwagen vorher, guckt, dass der Wagenheber richtig sitzt, guckt, dass die Stützen unten sind und guckt, dass das Teil halt nicht wegrollt. Es ist halt mit Vorsicht zu genießen, aber wenn man diese Punkte beachtet, geht das. Und dann besteht auch eigentlich keine große Gefahr, aber trotzdem, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Deswegen wackelt noch mal ein bisschen an dem Wohnwagen. Ne? Also der steht jetzt wirklich stabil. Klar, der wackelt, das ist logisch, aber es rollt jetzt nicht weg oder es kippt irgendwas auf die Seite. Deswegen, da passt wirklich ein bisschen auf. So, mehr Realität auf Instagram und ich denke, in dieser Situation mehr Realität geht wirklich nicht. Ich liege jetzt unter dem Wohnwagen und was hinter mir im Nacken hängt, das ist die Achse. Das heißt, es ist wirklich eng. Ich werde mich jetzt gleich auf die andere Seite begeben. Zwischen die Mover-Traverse und die Wohnwagenachse, da habe ich ein bisschen mehr Platz. Und falls was passieren sollte, dass der Wagenheber umkippt, was ich natürlich nicht hoffe, hätte ich natürlich noch genügend Platz zum Atmen. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Einstellen der Bremse. Es ist kein großes Zauberwerk. Hier ist so eine grüne Abdeckung, die habe ich jetzt schon mal weggemacht. Aufheben, die brauchen wir. Ich nehme euch mal ein bisschen mit rüber. Dann haben wir hier an dieser Stelle Zahnräder.
Das sieht man jetzt sehr schön. Und daneben ist ein Pfeil. Dort. Und der gibt uns jetzt an, in welche Richtung wir diese Zahnräder nachstellen, damit wir die Bremse nachstellen quasi. Das heißt, ich muss die Zahnräder jetzt in diese Richtung drehen. Und das mache ich schlicht mit dem Schraubenzieher, indem ich hier reingreife und einmal klack, klack und immer gucken. Ne? Das Rad läuft noch frei. Aber man hört jetzt ein leichtes Schleifen schon. Das heißt, es muss gar nicht viel nachgestellt werden. Ich habe jetzt zwei Raster nachgestellt. Ich mache das jetzt so weit ist es auch angegeben, bis dass das Rad vollständig blockiert. Das ist jetzt gleich der Fall. Ihr merkt schon, wie es bremst. Ja, es schleift auch schon. Deswegen viel mehr würde ich gar nicht nachgehen, im Gegenteil. Ich guck mal, wie weit ich bin, bis ich fest bin. Ups. Geht noch. Doch mehr als gedacht. Ja, das ist natürlich ein Indikator dafür, dass die Bremse wirklich schon hart aufgelaufen ist. Was ich ja auch gemerkt habe am Wochenende, dass er wirklich sehr weit in die Knie geht, wenn ich bremse. So. Läuft noch. Jetzt beginnt er an und schleift wirklich. Jetzt gucke ich noch mal ein nach. Eigentlich sagt man, man soll so weit zudrehen, bis das Rad wirklich fest steht. So, das macht sie jetzt. Also das Rad lässt sich jetzt nicht mehr bewegen. Und dann drei Noppen zurück. Eins. Zwei, drei. Das Rad läuft frei, aber noch ein bisschen schwergängig. Das heißt, ich würde jetzt während der Fahrt eigentlich schon mit Schleifen und Bremsen fahren. Deswegen gehe ich jetzt noch mal einen vierten zurück und einen fünften. Sechsten. Also man hört, sie schleift ein bisschen und sie hat auch Widerstand, aber das nehme ich jetzt mal in Kauf, damit ich auch wieder eine volle Bremskraft habe. So, das war's eigentlich schon. Deckelchen wieder drauf. Doch nicht. Ist ein bisschen schwierig. Gut, Deckelchen wieder drauf und dann ist die Bremse eingestellt. Wenn ihr aber jetzt direkt auch schon mal unter dem Wohnwagen seid, da ist noch eine zweite Öffnung in der Bremstrommel, in der Bremsanlage. Hier, das ist ein sogenanntes Schaufenster. Ich kratze das mal ein bisschen sauber, weil das ist alles tatsächlich schon ein bisschen vergrießgenaddelt hier. Da kann man die Belege sehen, inwieweit die Belege abgefahren sind. Das sieht man hier ganz schön. Der untere Bereich, der Bereich, das ist unser zur Verfügung stehender Bremsbelag. Da sieht man die Trommel, an der sie außen bremst. Und hier innen drin, das ist einfach die Halterung vom Bremsbelag. Das heißt, wir haben jetzt hier grob geschätzt noch 4 mm Bremsbelag. Angesichts der Tatsache, dass die neuen Bremsbeläge nicht viel dicker sind, heißt es, wir haben eigentlich noch sehr gute Bremsbeläge und können also dementsprechend noch eine ganze Weile damit fahren. Ja, ihr Lieben, so, das war es jetzt erstmal von mir unter dem Wohnwagen zum Thema Bremse einstellen. Auf der anderen Seite verfahrt ihr natürlich genauso. Wichtig ist, wie eben bereits angesprochen, dass ihr nach den Stützen guckt, dass die jetzt nicht zu viel Druck haben.
den Bremskeil natürlich dann auf die gegenüberliegende Seite der Achse packen und dann verfahrt ihr genauso wie auf der Seite, an der ich es euch jetzt gezeigt habe. Einfach das Zahnrad so weit nachstellen, bis dass das Rad komplett blockiert. Und dann 3, 4, 5 Gänge nochmal zurück, dass es schon noch ein bisschen schleift, aber nicht mehr zu sehr blockiert, weil sonst nehmt ihr euch ja unnötig Bremsbelag ab. Aber ihr habt dann automatisch direkt die größtmögliche Bremswirkung wieder erreicht. Gut, denn in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein kleines Herzchen unten da. Freue ich mich natürlich drüber. Und in diesem Sinne, abschalten.